mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin Engel Gabriel. Ich bin der Bote Gottes. Ich bin das Wort. Ihr lebt in einer Zeit, da immer noch das Chaos sich ausweitet und Unruhen überall zu fühlen sind, sowohl in der Natur, in den Elementen und in den kollektiven Kräften. Doch jene unter euch, die schon die Kraft der Ausrichtung nach dem Willen Gottes, die Liebe, die Zuversicht, die Empathie, die Güte und den Frieden in sich tragen, spüren immer mehr auch die ordnenden Kräfte, die unter diesem Chaos schon wirken. Ihr seid in eurer Menschheitswelt so sehr gespalten. Man kann fast sagen, da sind die Lichtarbeiter und die Dunkelarbeiter. Die Lichtarbeiter sind jene, die in sich den Wunsch, die Sehnsucht und die Kraft tragen, das Göttliche, den göttlichen Willen auf Erden zu manifestieren, die helfen wollen, diese Welt zu heilen, deren Streben die Liebe ist und die Güte. Und die Dunkelarbeiter, die all dies verneinen, mehr oder weniger unbewusst dienen sie den dunklen Kräften, und viele sind gar von ihnen besetzt. Sie streben nach egozentrischen Wünschen und dienen nicht dem Ganzen, sondern nur sich selbst. Dazwischen gibt es natürlich Seelen, die einen Funken des Lichtes in sich tragen, der Lichtarbeit, wenn ich so sagen darf, des Wollens, des Strebens, doch mutlos sind, verzweifelt und keinen Glauben in sich tragen. Für jene ist noch Hoffnung. Für jene mag es noch sich das Licht ausdehnen in ihnen. Mögen sie entzündet werden durch jene um sie herum, die das Licht in sich tragen, die Lichtträger. Vielleicht denkst du, das klingt sehr hart. Gibt es doch so viele Abstufungen vom Licht zum Dunklen und umgekehrt. Und doch gibt es nur eine einzige Entscheidung. Dienst du dem Licht? Dienst du der Liebe? Dienst du dem Frieden? Dienst du der Güte? Dienst du der Welt, dass sie ein heiler Ort werde, auf deine ganz persönliche Art? Im Außen oder im Spirituellen, ganz wie es dir gemäß ist, oder tust du es nicht? Es gibt nur das Ja und das Nein. Ein Vielleicht hat keine Kraft und keine Berechtigung mehr.
Lichtarbeiter, so wie ich es verstehe, muss nicht unbedingt bewusst spirituell sein. Doch es ist ein Mensch des Herzens. Es ist ein Mensch des Herzens, der dennoch in sich die Liebe trägt und dennoch die Güte und das Bestreben, anderen zu helfen, ebenfalls glücklich zu sein. Vielleicht ganz privat, vielleicht auf die ein oder andere Weise über ihre Arbeit. Doch der entscheidende Punkt ist, das Herz. Trägst du die Herzenskraft in dir oder nur den Verstand? Schlägt dein Herz in der Liebe und Fürsorge für alles Leben oder nur für deine eigenen egoistischen Bedürfnisse? Dies sind die entscheidenden Unterschiede. Und da gibt es kein Dazwischen. Jene, die ihr Herz entwickelt haben, ihre Herzkraft leben. Das heißt, das Bestreben der Liebe in sich tragen, werden es immer leichter haben. Denn die ordnenden Kräfte wirken auch in ihrem persönlichen Leben. Doch jene, die sich der Dunkelheit verschrieben haben, die nicht der Welt dienen wollen, die nicht der Liebe dienen, sondern nur sich selbst, werden es am Ende immer schwieriger haben. Und so setzt sich die Spaltung fort. Doch jene, die noch nicht verloren sind, die noch schon den Funken der Sehnsucht in sich fühlen, mögen den Weg noch finden, und die helfende Hand ergreifen, das helfende Wort verstehen, das helfende Herz empfangen. Und so gibt es die Lichtarbeiter, die ihre spirituelle Arbeit ganz bewusst tun, und jene, die im Verborgenen wirken und gar nicht wissen, dass sie es tun, doch dennoch Lichtarbeiter sind, Menschen des Herzens, Menschen der Liebe, Menschen der Fürsorge für alles Leben. Und wenn du, solltest du noch zweifeln, noch schwanken, nicht genau weißt, wer du bist, so sage ich dir allein diese Frage. Zeichne dich aus, denn sie zeigt doch, dass du noch offen bist, dass du die Sehnsucht in dir trägst, dass du ein Lichtarbeiter bist. Und jeder einzelne Lichtarbeiter auf diesem Planeten ist so sehr gebraucht. Jeder einzelne Lichtarbeiter auf diesem Planeten ist so sehr gesegnet. Jeder einzelne Lichtarbeiter auf diesem Planeten bekommt alle Hilfe, die er braucht. So sein Bestreben ist, sich immer weiter der Liebe hinzuwenden, das Herz zu öffnen, Frieden zu sein und Güte zu schenken.
Und so können jene die Kräfte des Lichts immer deutlicher fühlen und immer deutlicher sehen und erkennen, wie sie in ihrem Leben wirken. Und je mehr du dies erkennst, Geliebte, und dich dafür öffnest, desto mehr wirst du empfangen, desto mehr Unterstützung wirst du erfahren. Auch dies ist ein Gesetz, wie innen, so außen. Was immer du bist, was immer du in den Kosmos, in die Welt, in das Kollektiv ausstrahlst, empfängst du. So wähle weise, was du gibst. Gib dann den gefüllten Becher der Liebe. Gib das reiche Geschenk des Friedens. Gib deine Güte und du wirst unermesslich viel empfangen und ein Bauarbeiter sein der neuen Frequenz, ein Mitarbeiter Gottes. Ihr seid die wahren Helden, denn ohne euch kann das Werk nicht vollbracht werden, für das Christus einst gekommen ist. Ihr seid die Nachfolger, ihr seid die Mitarbeiter, ihr seid die Lichtträger. Und dabei ist es vollkommen gleichgültig, welcher Religion, welchen Glaubens, welcher Region, welcher Rasse du angehörst. Es ist allein wichtig, wie groß ist deine Herzenskraft, wie groß ist deine Liebe, wie stark bist du im Frieden? Wie tief ist dein Vertrauen und deine Zuversicht? Und damit meine ich keinen blinden, fanatischen Glauben, sondern eine stille, tiefe Gewissheit der Verbundenheit mit allem Leben, mit allen Lichtkräften im Himmel, wie auf Erden. Und so ist es, Geliebte, so ist es. Und ich, Gabriel, liebe dich unermesslich. Und ich habe gesprochen durch dieses Medium. Und dies ist, was es ist.